jeden Tag auf der Autobahn unterwegs sein mit so einem 500er? Höchstgeschwindigkeit interessiert mich nicht. Ich fahre einfach. Ein Kippschalter, den der Italiener an sich nie benutzt, ist der hier für den Scheibenwischer. Heizung ist raus, bei 80 ist Schluss. Spurhalteassistent. Ja. Grauenhaft aus. Also das ist ja für die ganz Faulen. Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Eine neue Folge, alt gegen neu. Ja, und heute habe ich automobile italienische Geschichte mitgebracht. Fiat 500L, 1969, also fast einer der letzten Serien. Ja, und warum der Wagen so erfolgreich ist, könnt ihr euch selber erklären. Denn es gibt ihn immer noch, den Fiat 500. Und was davon noch übrig ist, was die beiden gemeinsam haben, das will ich jetzt wissen, ne? Moin, Helge. Peter, freut mich. Freut mich ebenso. Es freut mich, bei mobile.de auf dem Kanal zu sein. Der ein oder andere wird mich ja wahrscheinlich noch kennen. Also herzlich willkommen zurück. Und wir schauen uns heute mal an, wie viel Originale noch in Fiat 500 Elektro steckt. Also es wird italienisch, auch wenn das Wetter es jetzt vielleicht nicht unbedingt vermuten lässt. Und ich würde vorschlagen, Helge, dass wir die beiden Probanden einmal separat voneinander vorstellen, damit wir überhaupt ein Gefühl dafür bekommen, womit haben wir es hier eigentlich zu tun. Also damit ihr wisst, womit ihr es hier zu tun habt, könnte ich ja wie im Autoquartett jetzt mal den Superstich raushauen. Also Fiat 500L, Lusso. Und Lusso steht für Luxus. Er ist 2,90 Meter lang, er hat 500 Kubik, er hat 18 PS, er läuft 100 km/h, wiegt 520 Kilogramm und er hat Platz für 4 Personen. Und dieses Auto hat ganz Italien mobilisiert. Bis heute, die Geschichten dazu, die könnte ich jetzt stundenlang erzählen, aber in diesem Fall ist das der Originale. 1969, wie gesagt, gebaut, seit 1957 gibt es ihn. Und bis 75 ist er so unterwegs gewesen. 3,7 Millionen Exemplare hat Fiat davon gebaut, wenn das mal nicht eine Geschichte ist. Ja, so, und jetzt sind wir in der Gegenwart angekommen. Das hier ist der Fiat 500 Elektro und zwar in der 3+1 Variante, denn ab 2020 baut Fiat dieses rein elektrische Fahrzeug hier und bietet drei Karosserievarianten ein. Einmal den klassischen Dreitürer, dann ein Cabrio und den 3+1 mit einer zusätzlichen Fondtür nur auf der Beifahrerseite. Da kommen wir noch zu. Technische Daten, 118 PS oder 87 kW in der neuen Rechnungsform sozusagen. Rein elektrisch habe ich schon gesagt, ein Akku ist hier verbaut von 37,3 Kilowattstunden. Das soll nach WLTP für bis zu 317 Kilometer reichen, innerstädtisch dann sogar über 440. Also da ist das Einsatzgebiet des Fiat 500 Elektro eindeutig zu verorten. Und ansonsten 150 km/h Spitzengeschwindigkeit, also deutlich schneller als der Uropa da hinten. Und von 0 auf 100 geht es in glatten 9 Sekunden. Anders als beim alten sitzt der Antrieb hier vorne an der Vorderachse. Das heißt, sowohl der E-Motor als auch der Antrieb ist nach vorne gewandt. Und jetzt mussten wir einfach mal ein bisschen umziehen, weil das norddeutsche Wetter doch nicht so ganz italienisch ist heute. Haben wir uns hier in diesen Hangar einquartiert. Genau, damit ich vielleicht sogar noch mein schönes Falter noch mal aufmachen kann. Ja. Aber grundsätzlich müssen wir natürlich euch erstmal erzählen, was haben wir denn hier überhaupt? Und um dieses Auto wirklich zu verstehen, müssen wir mal so einen kleinen Rundgang machen. Ich meine, du musst mal diese Details wirken lassen. Das ist ja seit 1957 fast unverändert gebaut worden. Dante Giacosa, der Designer und der Techniker, der das Auto entwickelt. Gut, zu Anfang waren hier Lüftungsgitter drin, keine Blinker, das haben sie alles dann so ein bisschen geändert. Aber die Form sind eigentlich diese 20 Jahre, ist die Form eigentlich unverändert geblieben. Kofferraum vorne, ne? Schöner Spiegel. Die Türen waren früher Suicide Doors.
Ne? Also man konnte die so öffnen, aufmachen. Nach vorne? Nach vorne, genau. Deswegen Suicide Doors. Ja. Haben sie irgendwann geändert? Der hat ja schon eine richtige Tür. Also richtig modern. Guck dir das mal an. Hier. Ne? Und vor allem, ich finde ja auch, die klingt ja auch gut. Ne? Das ist noch richtig Blech. Ja, natürlich. So muss das sein. Ja. Und das hier ist übrigens die Luxusausstattung. Lusso. Ne? Steht nicht für lang, weil der ist ja nur 2,90 lang. Sondern Luxus. Und Luxus heißt, er hat Fensterkurbeln. Okay. Also man kann die Fenster runter machen. Das war früher auch nicht so. Ja, und es ist alles halt mega klein. Das sind nur 12 Zoll Räder. Er hat immer noch ein Faltdach, was natürlich echt deutsche Vita ist in Italien. Jetzt ein bisschen kleiner. Früher ging das Faltdach bis hier runter. Das rüsten aber auch, glaube ich, viele um, ne? Auf das, genau, auf das alte, war früher so, große Faltdach. Brauchen wir nicht, aber jetzt ist das halt angesagt. Ja. Und jetzt kommen wir hier zum Kernstück. Das Herzstück des 500er. 500 Kubik, 18 PS, zwei Zylinder, Parallel-Twin, luftgekühlt. Ein bisschen Porsche-Feeling tatsächlich. Motor im Heck, luftgekühlt. Ja. Im Miniaturformat. Aber ich sehe schon diesen Aufkleber da, Il Motore. Il Motore ist ein Spezialist. Das heißt natürlich, diese 18 PS. Nicht ganz serienmäßig. Nee, aus diesen 18 PS hat Il Motore mal eben 30 PS gemacht. Das ist mehr, als Carlo Abarth damals da rausgeholt hat. Ne? Der damit 24, 25 PS rumgemacht hat. Das bedeutet, er ist optimiert. Er hat eine Abarth-Ölwanne, anderen Auspuff, bisschen was am Vergaser und natürlich am Motorblock auch. Und mit 30 PS komme ich auch über 100 km/h. Das wirst du auch sehen, dass dieses Auto richtig performt. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ist ja ein Leichtgewicht, ne? Ja. Gerade mal ein bisschen was über 500 Kilo. Wenn wir da jetzt drin sitzen. 520 Kilo. Du kannst dich da ja mal. Wahrscheinlich ein paar mehr. Ich falte mich mal rein. Mit deinen 1,90 mal reinfalten und du wirst sehen, du sitzt da gut drin. Oh, geht. Geht eigentlich echt ganz gut, muss ich sagen. Viel Kopffreiheit. Ja, 1,95. Hier, guck mal. Ja. Das ist doch fantastisch. Das hast du mit neuen Autos nicht so einfach, dass du da reinpasst. Und was man auch nicht hat mit neuen Autos, dass man hier hingreift und da ist gar nichts. Ne? Nee, also Gurte brauchst du ja bis 1970 nicht. Ja, ne? Von daher. Zündung und hier. Seilzugstarter. Seilzugstarter, okay. Ja. Getriebe ist zwar synchronisiert, aber am besten ist es immer, wenn man erst in den zweiten und dann in den ersten und geht. Und dann in den ersten. Okay, du warnst mich schon mal vor hier. Ja, ich erzähl dir schon einfach mal. Das ist gut. Weil ich ja befürchte, dass du irgendwann sagst, ich will auch mal fahren. Ich kenne das ja. Es könnte passieren. Genau, und jetzt drehe ich einfach mal meine Fensterkurbel und mache das Fenster zu. Denn das war nicht selbstverständlich. Beim Fiat 500 in der ersten Serie konntest du die Fenster nicht runter machen. Du hattest nur die Dreiecksfenster. Und das Dach oben. Das ist der Luxus, ne? Das hier ist jetzt Lusso. Lusso. Das hier ist der totale Luxus. Und was er auch hat im Vergleich zu den Vorgängermodellen, er hat halt jetzt ein breiteres Tacho. Normal hast du ja nur diese kleine Kugel da so gehabt. Aber ansonsten muss ich sagen, wenn man moderne Autos gewohnt ist, es ist wirklich spartanisch. Ne? Also ja, hier total. Sind Schlüssel, Zündschlüssel ist da, zwei Kippschalter. Das war's. Genau, und ein Kippschalter, den der Italiener an sich nie benutzt, ist der hier für den Scheibenwischer. Aber gut, dass wir den trotzdem haben. Heute ist wirklich notwendig. Ja. Aber ich meine. Geht, ne? Wir sind jetzt nicht kleine. Guck mal, wir haben sogar noch Luft hier zwischen uns. Das hast du im Smart nicht mehr. Die Raumausnutzung ist doch perfekt. 1,32 nur breit. Ja. Aber die Türen sind dünn, ne? Das merkt man. Genau, du hast ja nicht wie heute das Cockpit so weit zurückgezogen, dass du einfach Raum verlierst, sondern das geht hier bis zur Scheibe. Und wir haben hier natürlich auch einen kleinen Aschenbecher. Ne? Oh, Aschenbecher gab es früher auch nicht. Das musst du dir mal vorstellen. Der Italiener an sich mit Zigarillos oder was sind denn italienische Zigarettenmarken? Das muss ich mal als Nichtraucher überlegen. Ich muss mich auch outen. Ich bin auch nicht. Aber auf jeden Fall haben die gemeckert, so wieso gibt es denn hier keinen Aschenbecher? Und was Fiat gemacht hat, ist, die haben während der Produktion haben sie so Facelifts gemacht und haben gesagt, okay, dann bauen wir jetzt, morgen fangen wir an und bauen Aschenbecher ein. Das heißt, es ist auch ganz schwierig, so rauszufinden, so wo fängt es an und wo hört es auf. Also mehr so
Pi mal Daumen. Ja, wie so eine Produktion. Ja, wie so eine Rolling Restoration. Weißt du, wir haben das Auto während der Produktion immer optimiert. Ja, ist doch gut. Also wir haben schon einen. Auch wenn wir beide nicht rauchen. Ja. Haben ist besser als brauchen. So, und Guido, dem dieses Auto gehört, der ist dann mit seiner Frau gerade nach Italien runtergefahren. Also erzähl mir jetzt nicht, ja, Oldtimer ist ja nicht alltagstauglich oder so. Nee, ist alles Blödsinn. Ja, allerdings muss man ja auch sagen, also bei aller Liebe, aber jetzt jeden Tag auf der Autobahn unterwegs sein mit so einem 500er. Also ich bin einmal Dacia Spring gefahren. Das war schon eine Grenzerfahrung, muss ich sagen. Die Autobahn würde ich jetzt auch, glaube ich, vermeiden. Ja. Guck mal, dieses Handling hier, ne? Keine Servo, ich fahre ihn trotzdem mit einem Finger. Nee, man fährt einfach Landstraße. Ja. Du steigst ein und sagst, Höchstgeschwindigkeit interessiert mich nicht, ich fahre einfach. Ja, ist auch besser, wenn einen die Höchstgeschwindigkeit nicht interessiert. 100 ist Schluss. Ja. Also, und ich glaube, dann ist es auch nicht mehr schön, 100 zu fahren auf Dauer. Ne? Ja, wir probieren es mal. Das möchte er wahrscheinlich nicht so gerne. Und ich meine, guck mal, wie der geht, ja. Es geht schon voran. Ja, ich meine, 30. Das ist alles, ne? Nee, ich bin doch ja noch gar nicht. Ach so. Jetzt bin ich erst im vierten Gang. So, und jetzt bin ich schon auf 100. Und wir können uns unterhalten. Der ist auch nicht laut. Erstaunlich wenig Windgeräusche. Okay, das Dach natürlich, ne? Ja. Da pfeift es ein bisschen durch. Aber immerhin? Trommelbremsen. Es ist dicht. Es ist dicht, genau. Viergangschaltung. Synchronisiert ist natürlich wichtig, sonst musst du ja immer mit Zwischengas rumhantieren. Ja. Aber mehr Auto brauchst du doch gar nicht. Im Jahr 1970 nicht, das stimmt. Okay. Ja, was sagst du? Das ist das Original, Mann. Allerdings, ich bin, ehrlich gesagt, bin ich beeindruckt. Man merkt die geringen Abmessungen, merkt man hier drin doch ganz schön stark daran, dass im Fußraum wirklich bei dir links, bei mir rechts, da ist der Radkasten. Ne? Also ja, man muss schon genau, du bist so in Pfeilrichtung hier vorne drin sitzen. Ja, normalerweise sitzt der Italiener hier mit ganz schmalen italienischen Halbschuhen drin. Ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt Stiefel, du hast Turnschuhe. Ja, aber man bräuchte schon ein bisschen schlankeres Material an den Füßen eigentlich, um hier perfekt mitfahren zu können. Aber gut, es funktioniert trotzdem alles gut. So, und unabhängig vom Wetter kannst du hier auch einfach Arm raus und fährst dann ganz beschaulich durch italienische Kleinstädte. Also mit ganz viel Fantasie sind wir doch jetzt irgendwo in Gardasee, in Verona, keine Ahnung, such dir was aus. Sieht fast so aus, ja. Allerdings. Jetzt mache ich aber doch wieder hoch. Okay. Ja, ich finde es super, hier auf dem Beifahrersitz, aber hey, du weißt, ne? Das hatte ich befürchtet. Wir wechseln. Du willst an Steuer? Okay. Ich will auch mal. Hast du noch irgendwelche Fragen? Nee, im Prinzip nicht. Ja, oh, die Pedalerie ist natürlich wirklich. Ja. Jetzt gehst du erstmal im zweiten, dann nach vorne im ersten. Ja, und wo soll mein Bein hin? Da unten ist das Gaspedal. Ja, ja, ich weiß. Genau. Ja, na also. Geil, der Schaltknüppel ist unter deinem Schaltknüppel ist unter deinem Knie. Es ist auch so ein bisschen beengt, muss ich sagen. Also das für mich jetzt, 1,95 jeden Tag, ja, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall super schön mechanisch alles. Ne? Das ist alles dieses mechanisch. Dünne Lenkrad. Bakelit. Oh, herrlich. Das ist schon gut. Ja. Auch wenn ich natürlich Neuwagen auch gar nicht verkehrt finde. Ne? So eigentlich. Aber das sehen wir später, ob das aber so okay ist. Bremse. Kannst du da links fahren? Ja, Bremse hat er. Hat er, ne? Ja. Da tut sich ein bisschen was, um ehrlich zu sein. Ich meine, ich weiß nicht, ob die Designer damals sich überlegt haben, dass es 1,95 große Italiener gibt. Ich glaube nicht. Ich bin nicht so richtig kompatibel. Aber so vom dritten in vierten geht schon ganz gut. Erster, ja. Zweiter, da ist kritisch. Schon stark, aber also du bist eigentlich ja ganz gemütlich, ne? Ja, finde ich auch. Du bist ja jetzt mit dem neuen Fiat 500, den ich mir gleich mal angucken werde, angereist. Ja. Was sagst du? Findest du das Gefühl wieder in dem hier? Oder denkst du, das ist ein komplett anderes Auto? Es ist schon
natürlich in 60 Jahren einiges passiert. Ne? Ja, wäre schlimm, wenn nicht. Ne? Ja, das wäre wirklich eigenartig. Aber ich muss sagen, sie haben sich beim Neuen, und das wirst du gleich sehen, Helge, haben sich schon richtig Mühe gegeben, möglichst viel von dieser alten Aura noch zu überführen. Ne? Ja gut, das, und muss das ich ist auch, schon, das muss ist man, schon wirklich gut. Das muss man auch kein Retro-Auto auf den Markt bringen. Ich glaube, und das werden wir gleich sehen, beim Elektrischen, ist es schon so, diese minimalistische Fortbewegungsweise, die trifft ja auf die meisten Elektroautos auch zu, weil ja. du halt nicht ständig voll Schub fahren kannst, sondern du musst dich zurücknehmen. Und das musst du mit dem ja auch. Hier ist wieso? Ja auch wieso? Ja. Allein die Bremse. Ja, ich meine, du musst dich drauf einlassen, aber ich habe ja gesagt, der Wagen ist mit entsprechendem Tuning, ist der echt renntauglich. Ne? Und es gab diesen Wagen aufgebohrt, statt 500 Kubik als 595. Und das haben sie ja 2007 mit dem Retro Fiat auch wieder gemacht. Ja. Die Abarth Edition mit 595. Und es gab ihn auch diesen hier, glaube ich, sogar mit 695 Kubik. Und da geht es ja schon richtig zur Sache. Ja. Das ist das Auto, wovon mein Vater immer erzählt, dass sie damals wirklich damit nach Italien gefahren sind und immer schön 90 auf der Autobahn. Ja. Also ich kann es langsam nachempfinden. Ja, das freut mich. Ist eine andere Erfahrung, aber auf jeden Fall eine schöne Erfahrung. Genau, weil du kannst ja ein Retro nicht abfeiern, wenn du das Original nicht kennst. Jetzt weißt du Bescheid. Und jetzt will ich natürlich mal wissen, was ist denn in deinem Auto noch übrig von dem Spirit des italienischen Fiat 500? Und das finden wir jetzt raus. Das finden wir jetzt raus. Ja, dann erzähl mal. Ja. 500. 500, ja, für die... die es noch nicht begriffen haben. Ne? Bisschen zu auffällig für meinen Geschmack auch, ja. Aber ja, muss halt gepflegt werden, dieses aber Image. Er hat die runden Lampen und wenn das mal Blinker gewesen sein sollen. Korrekt. Und jetzt pass mal auf, hier. Ja. Sie blinken auch. Und was auch, finde ich, wirklich besonders ist, ist hier oben in dieser Fronthaube ist noch wirklich Tagverleuchte mit drin. Hat so ein ja, bisschen wie so ein Augenbrauen. Eyeliner. Hier wie so genau. eine Augenbraue. Also wirklich, mag man jetzt sagen, komm, ist doch völlig egal, aber wirklich keine Kosten und Mühen gescheut an dieser Stelle. Ja, das muss man, gut. Das muss man Italienern zugute halten. Ist das immer noch weibliche Kundschaft so, dass sie das Auto süß und niedlich aussehen lassen wollen? Wahrscheinlich schon. Ja, ne? Aber mit Fantasie ist es ein Fiat 500. Absolut. Und ja. du kannst ihn auch noch dekorieren übrigens, Helge. Ja. Du kannst hier noch so einen Chrom-Zierstreifen drauf machen. Und dann heißt es so richtig auch El Lusso, ne? Genau, dann hast ja. du auch richtig Lusso. Kostet, okay. glaube ich, 111 Euro. Ja. Ansonsten, hier habe ich es schon gerade eben mal einmal durch den Schlüsseldrücker. Das finde ich ist ein schönes Detail. Dieser Blinker, der hier so raussteht. Ach, der steht wirklich raus? Der steht wirklich raus. Das ist keine Optik. Das ist Stabilität, ne? Oder ist das der Spurhalteassistent? Das ist Aero-Flaps. Aero-Flaps. Abtrieb auf der Vorderachse. Okay. 17 Zoll Felgen. Das ist ja. natürlich eine andere Welt. Aber ich finde, von der Seite, kurze Haube und dann das Dach, Fiat 500. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund, ja. die Proportionen sind die gleichen. Auch das Heck, ne? Auch das Heck, geht absolut. Auch so runter. Die Rücklampen, alles ist gewachsen, aber trotzdem... So ein bisschen so wie so eine maßstabsgetreue Vergrößerung vom Alten. Ja. Und ich finde, wirklich, wirklich, aus voller Seele kann ich sagen, wirklich gelungenes Retro-Design. So, und normalerweise soll hier ja irgendwas drin rumknattern. Wo ist denn der Zweizylinder? Ja, okay, hau zu, da ist nichts mehr. Doch, 180 Liter Kofferraumvolumen. Ach. Hat der Alte das auch? Nee, der hat, glaube ich, 30 oder so. Ja. Ja. Und jetzt kommen wir zum Highlight. Du weißt ja, 3 plus 1, ja. das ist ja die magische, der magische Name, mhm. heißt, es gibt 3 Türen plus eine. Ich sehe schon. Genau. Ich habe es noch nie live gesehen. Und die geht jetzt auf, oder was? Ja, da ist irgendwo so ein Hebel, genau. Oh. Und dann kannst du... Weltraum. Dann kannst du, okay, das ist jetzt nicht für den Direktor, ne? Oder die Direktorin. Ja, aber guck mal, ich komme jetzt hier rein, ich habe keine B-Säule. Es ist zumindest ein bisschen einfacher, hinten einzusteigen. Oder wenn du hinten Kindersitz hast, kommst du da besser dran. Ja. Kann man so. Machen, wäre ich nicht drauf gekommen, weil es hat es ja nicht gegeben. Und ich ja. meine, der ist viel größer als der Alte. Und in den Alten kommst du ja auch rein. Aber sind die Leute auch älter geworden? Oh, ich habe Rücken. Ich komme da gar nicht mehr rein in diesen riesigen 500er. Aber okay. Helge, ich würde sagen,
wir machen hier wieder zu. Ja. Und dann drehen wir mal eine Runde, ne? Gute Idee. Okay. Ich steig mal rechts ein. Ja, alles klar. Mal sehen, ob ich hier reinkomme. Schmeiß die Mühle an, wollte ich schon sagen. Ja. Aber wahrscheinlich ist er schon an. Nee, ist er nicht. Tatsächlich nicht. Aber man muss tatsächlich hier noch den Startknopf drücken. Und dann erwacht er, der gute 500 Elektro. Und auch witzig finde ich, hier mit Tastendruck Gang einlegen quasi. Und jetzt hör mal genau hin, was passiert. Tipptastenautomatik heißt das beim Verbrenner. Ja. Hör mal genau hin, was jetzt passiert, wenn wir losfahren. Ich bin gespannt, ob wir das hier hören. Hat ein Geräusch. Hast du gehört? Eine Melodie? Eine Melodie, ja. Was beim ersten Mal gibt es eine Melodie. Was, spiel mir das Lied vom Tod oder das was ist war das? Dolce Vita. So, jetzt legen wir mal los. Man merkt natürlich schon, ist ein Elektroauto. Ne? Das heißt, erstens ruhig und zweitens, die Lenkung fühlt sich original bei jedem Elektroauto, was ich gefahren bin, ganz wenigen Ausnahmen, so ein RS e-tron GT gehört dazu, Taycan-mäßig. Da fühlt sich die Lenkung richtig an, wie eine Lenkung. Hier ist das tatsächlich schon so ein bisschen schwammig, ne? Muss man sagen. Taycan bin ich gefahren, Tesla auch, den hier noch nicht. Ja. Mal sehen, ob das stimmt, was du hier erzählst oder ob das jetzt ein reines Verkaufsgespräch wäre. Ja, genau. So, was wir natürlich haben, unterschiedliche Fahrmodi. Ganz wichtig zu erwähnen, wir sind jetzt im Normalmodus unterwegs. Ja. Wir können auch im Range-Modus fahren oder, und das habe ich heute Morgen gemacht, um die Reichweite hier maximal zu schonen auf dem Weg hierhin, im Sherpa-Modus. Und das heißt, er nimmt dir was alles weg? Ja, er nimmt dir Klima weg. Also Heizung, es ist tatsächlich Heizung. Hochalpin. Heizung Klima. Ist raus und bei 80 ist Schluss. Also eigentlich müsste das nicht Sherpa heißen, sondern Fiat 500L. Exakt, exakt. Genau. Also im Grunde ist es ja vom elektrischen Fahren her, du bist ja sowieso daran drauf gepolt, dass du vorsichtig fährst und jetzt nicht die ganze Zeit heizt wie ein Blöder. Ja. Es kommt dem, finde ich jedenfalls, schon relativ nah. Also dieses Minimalistische ist ein anderes Fahren. Also du erzählst jetzt die ganze Zeit was, ich muss jetzt aber trotzdem mal ganz kurz optisch das auf mich sagen lassen, dass ich spüren kann oder auch nicht, ob ich jetzt im Fiat 500 sitze. Und damit meine ich jetzt nicht die riesige 500 hier vorne drauf. Ja, das ist Das kenne ich Marketing, früher nur als Kubik-Inch-Angabe. Ja. Sondern das Dashboard. Und da muss ich sagen, das sieht aus wie die erste Serie von Fiat, von Cinquecento, mit diesem kleinen runden Tacho. Ja. Und irgendwie haben sie das hinbekommen, das Retro-Design hier so ein bisschen zumindest aufzugreifen. Absolut. Und ich finde auch, dieses Retro-Design passt gut zum elektrischen Antrieb. Da kann man jetzt über Elektromobilität sagen, was man möchte. Mhm. Aber es ist eine ganz entspannte Art, so einen Kleinwagen durch die Gegend zu fahren. Okay, die Reichweite ist begrenzt. Ne? Ja, aber das aber ist hier bei dem Kleinen, wenn wir im Vergleich bleiben, natürlich auch durch das Tankvolumen. Und er braucht halt auch so seine 6 bis 6,5 Liter. Und außerdem bist du schweißgebadet nach 300 Kilometern. Dann musst du sowieso Pause machen. Ob du den dann an die Steckdose hängst oder ich in dem Fall nur einen Espresso trinke, ist ja was anderes. So ist es. Aber was ich total gut finde, ist, es läuft nicht alles über Touch-Display, sondern ich habe hier noch wirkliche Tasten. Ja, genau, also hier alles, was Klimabedienung ist, ist noch klassisch. Ablage fürs Handy ist da, auch nicht ganz unwichtig heute. Und eine Taste, die mir ganz besonders am Herzen liegt, Helge, das wirst du jetzt wahrscheinlich gar nicht vermuten, aber eine Sache geht mir in modernen Autos aber sowas von auf den Sack. Kommt. Spurhalteassistent. Ja. Grauenhaft, ganz ehrlich, ist bei mir immer der erste Druck, aus. Spurhalteassistent, das ist ein Eingriff in meine persönliche Entscheidungsfreiheit, was ich am Steuer machen müsse. Und wenn das Auto mir unterstellt, ich wäre zu blöd, geradeaus zu fahren, dann fühle ich mich bevormundet. So, danke. Ja, so. Ist das natürlich haben wir jetzt auch geklärt. Ist liebe Ingenieure, genau. Spurhalteassistenten, könnt ihr euch schenken. Ist natürlich sicherheitsrelevant und auch okay. In manchen Situationen rettet er wahrscheinlich, wenn man unaufmerksam fährt. Ja. Wir fahren natürlich nicht unaufmerksam, sondern aber immer nur aufmerksam. Weißt du was? Unaufmerksamkeit am Steuer kommt aber, kann natürlich von den Menschen kommen, aber es kommt auch ganz oft davon, dass du nicht intuitiv Schalter bedienst, sondern du musst in Menüs reingehen. Ja, und das damit, ist hier schon ein bisschen. Das geht nur über Auge, das geht nicht über
Hier ist viel, ne? Es ist viel. Es ist klar, alles gut ablesbar, aber es ist viel Information. Die muss ich erstmal verarbeiten. So. Genau. Aber ich wollte dir noch diesen einen Schalter zeigen und diesen einen Drücker. Hier vorne. Mhm. Achtung, pass auf, ich drücke einmal. Muss ich mich auf irgendwas vorbereiten? Ich schalte zweimal. Ja. Lane Control ausgeschaltet. So. Jetzt haben wir hier. Jetzt haben wir hier keine Lanes. Aber trotzdem, jetzt bin ich wirklich frei von jedweden Lenkeinflüssen hier und das finde ich gut. Ja, weil Autofahren bedeutet ja auch immer noch ein bisschen Freiheit. Und wenn ich autonom fahren will, dann setze ich mich hinten ins Taxi und mache gar nichts. Allerdings, so ist es. So, sportlich, ja, oh, kann er auch ein, ja, bisschen. Kann er. Das ist jetzt voller Schub, ne? Hier jetzt gerade. 118 PS, wie gesagt. Das ist für so ein kleines Auto, finde ich, schon ganz ordentlich, muss ich sagen. Finde ich völlig ausreichend, weil wenn ich jetzt im Porsche sitze, dann würde ich sagen, ah, da muss noch mal was kommen. Aber ich meine, es ist ein Fiat 500. Hauptsächlich für die Fahrt in der Stadt oder in die Stadt oder aus der Stadt raus. Also, ganz ehrlich, was will man mehr, ne? Ja. Drehmoment ist da, 220 Newtonmeter Drehmoment. Das ist ordentlich. Weißt du, wie viel ich habe? Ich glaube, 31 oder so. Ja. 31 Newtonmeter, das hat eine elektrische Zahnbürste. Also Drag Race müssen wir nicht unbedingt machen, oder? Den Modus hat er auch gar nicht. Ja, so fährt sich sowas. Und ich würde fast vorschlagen, dass wir gleich, ja, mal tauschen, oder? Damit du auch mal in den Genuss kommst, ja, hier von einem modernen, bequemen Fahrzeug. Weil gut, das muss du mir man das sagen, vorwegnimmst. Also ich reiß mich nicht drum, aber ich bin natürlich trotzdem noch. Nee, wirklich. Ja, ist auch gut. Man muss auch neugierig sein. Was ja wirklich auch auffällt, ist einfach, es ist schon komfortabel. Ne? Es ist ein Kleinstwagen eigentlich. Okay. Aber er bietet ja allen Komfort. Wir haben Sitzheizung, wir haben hier alles, Abstandsregel, Tempomat, ist alles mit drin. Das ist schon gut. Ja, dann halt doch endlich mal an. Okay. Oh, ich glaube, der hat Scheibenbremse oder sowas. Ich denke ja. So, elektrischer Türöffner. Aber im Notfall auch unten noch mechanisch. Ach, da hat er auch noch mechanisch. Ja. Ah, gut zu wissen. Da musst du, also wenn du jetzt wilde Sachen machst, dann mache ich da unten auf. Ja. Und springe raus. Okay, das finde ich so ein bisschen, ach, beruhigend. Weißt du was? Na? Ach ja. Genau. Wir haben ja hinten Platz, ne? Ja. Ich setze mich jetzt nach hinten. Wir haben noch 3+1. Ja. Das ist doch geradezu prädestiniert. Und dann fährst du los und schwenkst die einfach, ja, zu. Ja, genau so mache ich das auch. Aber was ich ja gerade sehe, Sitzverstellung mechanisch, das finde ich ja großartig. Gut, ne? Ja. So. Hat er noch. D. Meinst du, du kriegst die zu? Ja. Locker. Automatic Door Close oder wie heißt das Vier? Ja, genau. Das okay. Ist das, dafür steht das D übrigens. Ja, ja, genau. Tür, Door. Door. So, also jetzt sitze ich tatsächlich drin. 50 Jahre später, oder fast 60, 70 Jahre schon fast später, im Fiat 500, 3+1 heißt der, ne? 3+1, ja. Elektro. Genau, drei Türen und eine noch dazu. Also mit ganz viel Fantasie sehe ich auch, dass ich im 500er bin, weil ich habe ein Zwei-Speichen-Lenkrad. Ja, genau. Und ich habe dieses runde Tacho vor mir. Naja, und es wäre natürlich auch tragisch, wenn sich jetzt technologisch nichts getan hätte in der Zeit. Wer hat zum Beispiel noch einen Kühlschrank aus den 70er Jahren zu Hause? Ja, ich. Wirklich? Ja, in der Werkstatt. In der Werkstatt habe ich okay, den. In der Werkstatt. Ein Energiefresser natürlich. Ja. Der ist auch nur im Sommer an. Aber gut. Also ich sitz gut. Ich habe ein Gefühl, ich sitze halt im etwas aufgeblasenen Kleinwagen, Fiat 500. Ja. Aber die haben das hingekriegt, dass ich jetzt nicht denke, was hat das mit dem Alten zu tun? Ich finde auch, also es ist ein charmantes Retro-Design, ja, trotzdem auch modern. Ne? Also es wirkt immer noch sehr, sehr frisch alles, ja, diese ganzen Retro-Elemente. Ich mag kann auch, mich da die, nicht so richtig dran satt sehen. Nee, dass zum Beispiel die Farbe von außen hier drin nochmal stattfindet. Das ist natürlich, ja, jetzt kein Blech-Armaturenbrett. Das war ja damals so eine Kostenfrage auch. Aber es ist irgendwie, ist okay. Hat auch One-Pedal-Driving, das heißt also, du kannst, wenn du im Sherpa-Modus bist, Sherpa, kannst du im Grunde nur mit dem Gaspedal arbeiten. So, okay, ein bisschen wie beim Driften, nur halt ganz anders. Aber da eigentlich muss ich jetzt erstmal gucken, wie ich hier in die ganzen Sachen hier reinkomme. Sicherheit, Fahrassistent,
Lautstärke, Parkassistent hinten. Also er hat natürlich alles, aber ja. Ich frage mich natürlich jetzt erstmal, was das Wichtigste für mich ist. Fahrzeug. So, was habe ich denn hier noch? Die Sprache kann ich mir einstellen, auch Italienisch natürlich. Si, si. Okay, wo mache ich das denn hier mit diesem Sherpa-Modus? Ja, das zum Beispiel wieder. Da muss ich nach unten gehen. Genau, da hast du da den Fahrmodi oder den E-Mode-Schalter und dann kannst du da rumspielen. Und jetzt, wenn alles gut klappt, müsste es eigentlich so sein, du Sherpa. Bist jetzt schon im Sherpa, genau. Und jetzt kannst du einfach den Fuß vom Gas nehmen oder vom Fahrpedal. Ah, und jetzt rekuperiert und er? Bis nee, er bremst. Er rekuperiert und bis zum Stillstand. Ich habe nichts gemacht mit meinen Gar Füßen. Nichts gemacht. Nee. Ich kann es bezeugen von hier hinten. Ich kann es euch noch mal zeigen. Hier, Füße hoch. Und er bremst runter. Ja. Also das ist ja für die ganz Faulen. Obwohl die Motorbremse bei meinem alten, die ist auch ganz gut. Ne? Also finde ich auch, die ist besser als die normale Bremse fast. Ne? Und wenn ich will, könnte ich jetzt aber auch richtig reinlatschen. Ja, mach mal. Ja. Oh. Und er steuert ein bisschen, aber klar, Frontantrieb hat er. Ne? Exakt. Also nicht mehr wie früher, Motor hinten, sondern die moderne, die aktuelle Bauweise, würde ich sagen. Motor vorne, Antrieb vorne, ja. Kleinwagen Standard. Übrigens, Sherpa ist auch gar nicht so schlecht, weil ganz ehrlich, ohne Klimaanlage, heute Morgen hier bei 6 Grad her, ich habe mir Handschuhe angezogen, weil das war wirklich wie im Himalaya, so kalt hier drin. Ja gut, das will man ja auch nicht. Da funktioniert ja meine alte Heizbirne noch besser. Ja gut. Okay, und jetzt kann ich noch mal sagen, was habe ich denn noch hier? Range. Ich nehme mal Range. Und wo kann ich jetzt noch hier Spurhalte und ASR und wie das alles heißt ausschalten? Spurhalte ist aus. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du den ASR ausschalten kannst. Hm. Versuch noch mal da bei den Einstellungen einmal, wenn du da noch mal hochgehst. Aber ich vermute, also ihr merkt schon, das Auto lässt sich nicht so intuitiv bedienen. Lane Control. Du musst dich reinfuchsen. Ja. Autonomous Emergency Brake Control ist zum Beispiel auch was. Das ist auch, das ist, hilft Leben retten, das finden wir natürlich gut, aber manchmal hilft es auch dann Leben zu retten, wenn überhaupt niemand und nichts in Gefahr ist. Das, okay. Das hatten wir ja gerade eben bei den Fahrten. Ne? Weißt du was, ich will einfach nur fahren. Ich brauche diesen ganzen Schnickschnack. Sag mal, aber worum es bei diesem Auto ja auch geht, beim Kleinwagen, für die Stadt und auch bei dem kleinen Fiat von früher, ist Handling und Parkraum und diese Agilität. Wendekreis, genau. Wendekreis. Man wuselt sich so durch die Stadt. Wollen wir das mal ausprobieren? Das machen wir. Ob der das hier noch kann? Also da bin so ich richtig kleine Pylonenstrecke. Du meinst so wie in Italien, so Gässchen. Ja, genau. Ne? Wir simulieren einfach mal eine italienische Gasse und ich bin schon wieder in die Einbahnstraße falsch rum rein und muss jetzt rückwärts wieder raus. Geht das überhaupt? Das machen wir. Okay. Das gucken wir uns mal an. Super. Und in der Zeit versuche ich nochmal mich ein bisschen zu assimilieren mit dieser ganzen Elektronik hier. Die und ich entspanne mich hier hinten. Ja, versuch's doch mal. Ach, herrlich. Also wenn das nicht typische das ist italienische Straßen sind, dann Bella weiß ich Italia. Auch nicht. Bella Italia. Mitten in Niedersachsen. Also, wir haben das ja hier schon mal so ein bisschen angeguckt, aber ich würde vorschlagen, ich stoppe die Zeit und du versuchst mal diesen Parcours zu fahren. Es ist tricky. Und da hinten parkst du rückwärts ein. Ja, in die Tasche rein, ne? Genau. Und wenn, so du, stehst, wenn du stehst, dann drücke ich auf Stopp. Okay. Dann kann ich mir ja erstmal noch einen Espresso holen, oder? Allerdings. Gut, dann mal los. Alles klar. Auf die Plätze, fertig, los. Oh, oh, oh. Oh. Da muss er schon rangieren. Rundumsicht wie ein Öltanker, das Ding. Nicht so schlecht. Boah, ist das eng. Jetzt vorwärts. Jawohl. Ah. Ach so, parkt er da ein. Okay. Und? Stopp. 39,09. Na, ist doch ganz okay. Kann man behaupten. Jetzt wollen wir mal sehen, was du schaffst. Ja.
Bist du soweit, Helge? Ja, selbstverständlich. Auf die Plätze, fertig, los! Oh, die erste Kurve ist tricky. Boah, das ist überhaupt kein Problem. Auch da, er muss noch nicht mal ganz außen rechts fahren. Nein, oh nein. Oh, zurücksetzen. Ja, Rückwärtsgang. Ja, das Getriebe, da könnte es nachher dran hängen, sag ich mal. Ich muss so eine Taste drücken. Okay. Und er kommt rein, er dreht. Er dreht. Und zack. Stopp. Da habe ich mich doch einmal verschaltet. Erzähl. 31-1. Na bitte. Also, italienische Kleinstadt. Ja, eindeutig. Original Fiat. Das Original. Aber der neue auch gar nicht so verkehrt, muss man sagen. Was würdest du sagen? Fazit. Hat Fiat es geschafft, Jahrzehnte später das Feeling noch rüberzubringen, ja oder nein? Ich würde sagen, ja, tatsächlich. Natürlich mit einem ganz anderen Konzept, was den Antrieb angeht, klar. Aber ganz ehrlich, ich finde, es fühlt sich noch ziemlich italienisch an alles. Dieses kompakte, man kann offensichtlich auch die italienischen Gässchen damit in Angriff nehmen. Und der neue hat natürlich auch den großen Vorteil, du kannst damit einfach jeden Tag abspulen, einfach nur und zur Arbeit fahren, zum Einkaufen. Stressfrei. Wirklich stressfreies Fahren und trotzdem noch mit Stil, immer gut angezogen. Da hast du recht. Allerdings würde dein Auto gar nicht existieren ohne den. Und ich stehe aus Original und ich habe kein Problem damit, mit weniger Komfort jetzt nach Hause zu fahren. Peter. Alles klar, Helge. Es Tschüss. Hat Spaß gemacht. Fahr Bis bald, ne? Mach nicht so einen Krach. Ja. Tschüss. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.